Liebe Regensburgerinnen, liebe Regensburger, heute am Internationalen Holocaust-Gedenktag erinnern wir weltweit an die abscheulichen Verbrechen des Nationalsozialismus und gedenken der Millionen Menschen, die systematisch verfolgt und ermordet wurden. Heute geloben wir, dass wir an die Opfer erinnern werden, dass wir ihre Namen und Geschichten als Mahnmal gegen den Hass lebendig halten werden, dass wir verhindern werden, dass so unsagbares Leid nochmals geschieht. Wir sind entsetzt über das Wiederaufflammen von Antisemitismus, das erneuerliche Erstarken von Hass und Hetze weltweit und auch bei uns. In der ersten Woche dieses Jahres stürmten Anhänger des abgewählten Präsidenten in Washington das Kapitol, um die Legitimierung des neu gewählten Präsidenten zu verhindern. Dies führte zu 5 Toten und zu den Bildern, die wir alle sehen konnten. Diese Bilder zeigen unter anderem auch eine Person mit einem T-Shirt mit der Aufschrift Camp Auschwitz, Work brings freedom. Während mich und viele andere das anwidert, möchte ich mir gar nicht vorstellen, was die noch lebenden Opfer des Nationalsozialismus und Jüdinnen und Juden hierbei empfinden müssen. Wir müssen aber gar nicht erst mit Fingern auf andere Staaten zeigen. Auch bei uns sind Antisemitismus, Rassismus, Hass und Hetze tagtäglich zu beobachten. Sie kennen die Bilder aus Berlin und dem Versuch, den Deutschen Reichstag zu stürmen. Sie kennen die Bilder von Judensternen mit der Aufschrift Ungeimpft. Sie kennen die Behauptungen, die Regelungen zum Infektionsschutz seien dem Ermächtigungsgesetz der Nazis gleichzusetzen. Und vielleicht kennen Sie auch das Bild von einer Demonstrantin, die die Gleichung 1933 ist gleich 2020 auf ihrer Jacke trug. Das geschah in Regensburg. Es ist ganz besonders in Deutschland nicht zu ertragen, wenn unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit die Geschehnisse während der NS-Herrschaft auf solch ekelhafte Art und Weise relativiert werden und dadurch das Andenken an die unzähligen Opfer derartig beschmutzt wird. Wenn laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage des ZDF ein Viertel der Befragten nichts mit dem Begriff Holocaust anfangen kann, dann ist es überfällig zu handeln. Die Wissensvermittlung in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen über die Geschehnisse des Nationalsozialismus muss auf den Prüfstand gestellt und reformiert werden. Obwohl es in unserer Gesellschaft zahlreiche Initiativen und Organisationen gibt, die sich seit Jahrzehnten größtenteils ehrenamtlich der Aufarbeitung widmen, ist es offensichtlich nicht ausreichend. Es reicht nicht, an Tagen wie heute der Opfer zu gedenken. Es reicht nicht, vor den Gefahren des Nationalsozialismus nur zu warnen, und es reicht auch nicht mehr, wehret den Anfängen zu predigen. Ich denke, wir sind schon über die Anfänge hinaus. Ich bin deshalb unserer lokalen Stolpersteingruppe sehr dankbar für ihr Wirken. Im Nachgang zu dieser Videobotschaft werden wir Ihnen einige Regensburger Stolpersteine vorstellen und die Opfer, derer damit gedacht wird. Speziell zur sogenannten Vernichtungsaktion T4, der Tötung von Menschen, insbesondere mit geistiger Behinderung durch die Nationalsozialisten, wird es über dieses Jahr verteilt mehrere Veranstaltungen geben. Die städtische Stabsstelle Erinnerungskultur, unser städtischer Inklusionsbeauftragter sowie unsere Antidiskriminierungsstelle werden hierzu in Kooperation mit Bildungseinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Initiativen ein umfangreiches Programm anbieten. Heute gedenken wir der Opfer des Nationalsozialismus. Heute bekräftigen wir, dass unser Engagement gegen Hass und Hetze ungebrochen ist. Heute zeigen wir, dass wir dem Andenken der Opfer tagtäglich gerecht werden wollen,
mit Bildung, mit der Vermittlung von Wissen und mit dem ungebrochenen Streben nach Frieden. Bleiben Sie gesund und passen Sie aufeinander auf. Gedanken und Worte zum Holocaust-Gedenktag 2021. Wir alle hätten uns für 2021 einen besseren Start gewünscht. Nicht nur im Hinblick auf das Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Es ist nicht leicht zu feiern, wenn persönliche Begegnungen nicht stattfinden können. Aber es hilft nicht zu jammern. Deshalb weichen wir in den virtuellen Raum aus und freuen uns, wenn wir uns in absehbarer Zeit wieder in unserer Synagoge hier treffen können. Heute am Holocaust-Gedenktag, am Tag der Befreiung von Auschwitz, gedenken wir der Opfer der Shoah. Als der Zentralrat der Juden in Deutschland vor 70 Jahren gegründet wurde, konnte sich nie mehr jemand ein blühendes jüdisches Leben auf deutschem Boden vorstellen. Die Zeiten änderten sich und mit dem Fall der Mauer und ehemals eisernen Grundsätzen erhielten Juden aus der ehemaligen Sowjetunion die Möglichkeit auszuwandern. Unsere Gemeinde vergrößerte sich um das Zehnfache. Und noch einmal wiederholte sich Undenkbares. Der Bau einer neuen Synagoge in Regensburg, die wir vor knapp 2 Jahren festlich eröffneten. Am angestammten Platz, wo seit über 100 Jahren eine Synagoge in Regensburg stand. Jüdisches Leben begann nachweislich vor 1700 Jahren in Köln. Kaiser Konstantin gestattete in einem Edikt die Berufung von Juden in die Stadtverwaltung von Köln. Die älteste Urkunde über Juden in Regensburg ist über 1000 Jahre alt. Am 2. April 981 kaufte das Kloster St. Emmeram vom Juden Samuel das Kloster Schierstadt. Über 350 Jahre war die Regensburger Yeshiva, die Talmudschule, ein bedeutendes Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit. Die über 1000-jährige jüdische Geschichte in Regensburg manifestiert sich auf vielfältiger Weise im Stadtbild. Präsent ist diese Geschichte aber auch im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung. Dazu gehört auch das Wissen um Pogrome, Vertreibung und Vernichtung. Und es gehört Antisemitismus dazu. Wir werden heute mit einem wieder erstarkenden, gewalttätigen Antisemitismus konfrontiert. Die Corona-Pandemie weckt alte, überwunden geglaubte Vorurteile und beförderte Verschwörungstheorien. Antisemitismus und der Erfolg rechtsextremer Parteien wachsen beängstigend. Nach einer neuen Studie denkt jeder Vierte antisemitisch. Wenn sich also ein Viertel der Gesellschaft mit Antisemitismus identifiziert, ist es Zeit für die restlichen 3/4 Demokratie und eine tolerante Gesellschaft zu verteidigen. Das ist die Botschaft des Holocaust-Gedenktages 2021. Georg Hufnagel wurde am 19. Juli 1913 in München geboren. Seine Eltern Georg und Emilia Hufnagel waren katholischen Glaubens. Von Freilassing zogen sie 1917 nach Steinweg, das zu dieser Zeit noch nicht eingemeindet war. Zuerst bezogen sie eine Wohnung im Haus am Gries 74, später in der alten Schulhausgasse 157. Dort lebte der Sohn Georg bis Juli 1926. Im Alter von 14 Jahren wurde er in die Heil- und Pflegeanstalt Reichenbach eingewiesen, konnte diese nach einer Woche wieder verlassen. Über seinen weiteren Lebensweg liegen kaum Erkenntnisse vor. Er blieb ledig. Georg Hufnagel wurde aus medizinischen Gründen, die der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen, im Mai 1941 in die Heil- und Pflegeanstalt Karthaus Prühl eingewiesen. Dort blieb er nur wenige Monate, denn die eingerichtete Gutachterkommission in Berlin, Tiergartenstraße 4, hatte seinen Tod beschlossen. Am 5. August 1941 wurde er in einer Gruppe von 140 Patienten einem Transport nach Hartheim bei Linz zugewiesen. In der dortigen Tötungsanstalt wurde er wenige Stunden nach der Ankunft in einer Gaskammer ermordet. Er wurde nur 28 Jahre alt. Es war der letzte Transport im Rahmen der sogenannten T4-Aktion, der Regensburg verließ.
Die Organisation und Durchführung der Transporte übernahm die GKRAT, die gemeinnützige Krankentransportgesellschaft MBH, eine Abteilung, die der Zentrale in Berlin unterstand und den Zweck verfolgte, mithilfe von grauen Bussen der Reichspost den Patienten und ihren Angehörigen eine Verlegung in eine andere Heil- und Pflegeanstalt zu suggerieren. Dennoch schöpften Angehörige und Kirchenvertreter beider Konfessionen Verdacht und erwirkten schließlich unter vehementen Protest die Einstellung dieser Krankenmorde, der sogenannten T4-Aktionen. Anna Lochner wurde am 3. Oktober 1907 in Hemau geboren. Ihre Eltern Franz und Anna Lochner waren katholischen Glaubens. Von Beratzhausen kommend, wo sie vermutlich ihre erste Arbeitsstelle hatte, zog sie 1924 im Alter von 17 Jahren nach Regensburg. Sie nahm eine Stelle als Dienstmädchen bei Dr. Wiedmann, dem Direktor der städtischen Nahrungsmitteluntersuchungsanstalt, an, bei dem sie ein Zimmer in seiner Privatwohnung in der Weißenburgstraße 6 bewohnte. Jedoch beendete sie das Arbeitsverhältnis nach einem Jahr und zog um. Sie blieb ledig. Anna Lochner wurde im August 1933 in die Heil- und Pflegeanstalt Karthaus Prüll eingewiesen, um nach einer Woche wieder entlassen zu werden. Anscheinend dauerten ihre gesundheitlichen Probleme an, denn bereits im folgenden Monat wurde sie wieder in der Heil- und Pflegeanstalt aufgenommen. Dort verblieb sie ohne weitere Unterbrechung bis November 1940. Die Gutachterkommission in Berlin, Tiergartenstraße 4, entschied, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Dem ersten Transport, der Regensburg am 4. November 1940 verließ, gehörten 117 Patienten an, darunter 34 Frauen. Anna Lochner war eine von ihnen. Sie verstarb nach Ankunft in der Tötungsanstalt Hartheim an einer Kohlenmonoxidvergiftung in der Gaskammer der dortigen Einrichtung. Sie wurde 33 Jahre alt. Therese Bauer wurde am 14. August 1892 in eine kinderreiche Familie geboren. Ihre Eltern Josef und Fanny Bauer lebten in Irl und hatten 6 Kinder. Im Jahr 1917 siedelte die Familie Bauer sich in Regensburg an. Als Beruf des Vaters wurde Privatier angegeben. Wenige Jahre später, 1921, starb die Mutter, Fanny Bauer, und Tochter Therese zog aus der elterlichen Wohnung aus. Im Februar 1934 wurde sie aus medizinischen Gründen, die der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen, das erste Mal in die Heil- und Pflegeanstalt Karthaus Prüll eingewiesen. Nach 4 Monaten wurde sie entlassen und bezog eine Wohnung in der Adolf-Schmetzer-Straße 38. Sie blieb ledig. Ein weiterer Aufenthalt in der Heil- und Pflegeanstalt Karthaus Prüll schloss sich an. Aufgrund der sogenannten T4-Aktion wurde sie von der Gutachterkommission in Berlin als lebensunwert eingestuft und am 2. Mai 1941 mit dem dritten Transport in die Tötungsanstalt Hartheim bei Linz gefahren. Dort verstarb sie am Tag der Ankunft in der Gaskammer. Sie wurde 48 Jahre alt. Josef Karl wurde am 27. Dezember 1901 in Regensburg geboren. Er entstammte einer katholischen Familie. Sein Vater Josef war Melzer und Kaufmann, seine Mutter Crescenz Hausfrau. Ihr Sohn Josef wurde Musiker und reiste viel. In Eutin verliebte er sich in Amanda Schacht, einer jungen Frau, die ein paar Jahre älter als er war. Bereits im November 1921 wurde Tochter Inge Marie geboren, die, wie es in den Akten vermerkt ist, evangelisch getauft wurde. Nachdem Josef volljährig war, heiratete er im Mai 1923 Amanda in Eutin und die uneheliche Tochter wurde legitimiert. Im folgenden Jahr gebar Amanda einen Sohn, der auf den Namen Herbert ebenfalls evangelisch getauft wurde. Im November 1927 siedelte die Familie nach Regensburg um und bezog eine Wohnung im Erdgeschoss in der Plato-Wildstraße 29. Hier lebte sie vermutlich 4 Jahre. Es folgte ein Umzug nach Leipzig. Nach seiner Scheidung kehrte Josef Karl 1935 alleine nach Regensburg zurück. Er versuchte weiterhin unter großen Schwierigkeiten als Musiker seinen Lebensunterhalt zu verdienen, geriet mit dem Gesetz in Konflikt, verurteilt wegen Bettelei
und wurde daraufhin in die Heil- und Pflegeanstalt Karthaus Prüll eingewiesen. Am 5. August 1941 mit dem letzten Transport musste auch Josef Karl seine Heimatstadt verlassen. Er wurde mit 139 anderen Patienten mit einem Bus der Gegrad nach Hartheim gebracht, wo er noch am selben Tag seinen Tod in der Gaskammer fand. Er war nicht einmal 40 Jahre alt, als er ermordet wurde. Leider gibt es nur wenige Erkenntnisse über Babette Becher. Sie wurde am 10. April 1870 in Bogen geboren, war katholischer Konfession und arbeitete als Zimmermädchen in Regensburg. Sie blieb ledig, ist häufig umgezogen, wohnte wohl meist zur Untermiete, zuletzt in der Zantengasse 2. Babette Becher wurde aus medizinischen Gründen im November 1932 in die Heil- und Pflegeanstalt Karthaus Prüll eingewiesen. Dort verblieb sie ihr weiteres Leben. Am 6. Juni 1941 mussten 117 Patienten, darunter 63 Frauen, die Heil- und Pflegeanstalt aufgrund der Gutachterkommission in Berlin, Tiergartenstraße 4, verlassen. Sie wurden, wie es hieß, verlegt nach Hartheim bei Linz. In der dortigen Tötungsanstalt wurde Babette Becher im Alter von 71 Jahren mit Kohlenmonoxid ermordet. Sophie Bauer, geborene Weigert. Ihre Eltern Xaver und Walburga Weigert wohnten in Stadt am Hof, wo Sophie am 11. September 1898 geboren wurde. Am 8. Juli 1922, kurz vor ihrem 24. Geburtstag, heiratete Sophie den ein Jahr älteren Johann Andreas Bauer. Da sich bereits schnell Nachwuchs einstellte, Sophie gebar im Juli 1923 eine Tochter, die auf die Namen Johanna Sophie Margarete getauft wurde, bezog die junge Familie eine Wohnung in der Lederer Gasse 16. Sophie Bauer musste jedoch aus medizinischen Gründen im Sommer 1926 in die Heil- und Pflegeanstalt Karthaus Prüll eingeliefert werden, wo sie fortan lebte. Ihr Ehemann ließ sich im Dezember 1930 von ihr scheiden und kümmerte sich um die gemeinsame Tochter. Im Mai 1941 erfolgte ein dritter Transport von Patienten der Heil- und Pflegeanstalt nach Hartheim. Sophie Bauer wurde im Alter von 42 Jahren in der Gaskammer der Tötungsanstalt ermordet. Heinrich Weierer wurde am 8. Juni 1913 in Rheinhausen geboren. Seine Eltern Johann und Theresa Weierer stammten aus Bernhardswald und wohnten seit 1906 in der Wieshuberstraße. Sein Vater, ein Tagelöhner, wurde als Soldat im Ersten Weltkrieg eingezogen und fiel 1915 in Flandern. Seine Mutter versuchte mit 5 Kindern alleine das Leben zu meistern und verstarb 3 Jahre später, im Jahr 1918. Heinrich war zu diesem Zeitpunkt 5 Jahre alt. 2 Jahre später erlebte er einen weiteren Schicksalsschlag. Sein Bruder Franz Xaver starb im Alter von 9 Jahren. Im Alter von 12 Jahren siedelte Heinrich nach München um. Ab 1926 besuchte er die Landesblindenanstalt. 3 Jahre später, 1929, kehrte Heinrich nach Regensburg zurück und lebte im Jugendheim der Salesianer in der Weitholdstraße 3. Aus medizinischen Gründen wurde Heinrich im Mai 1930 in die Heil- und Pflegeanstalt Reichenbach eingewiesen. Von dort wurde er in die Heil- und Pflegeanstalt Karthaus Prüll verlegt. Auch er wurde, wie der gleichaltrige Georg Hufnagel, auf Anordnung der Gutachterkommission in Berlin als lebensunwert eingestuft und am 5. August 1941 in die Tötungsanstalt Hartheim bei Linz gebracht. Dort wurden er und die übrigen 139 Patienten am Tag der Ankunft in der Gaskammer ermordet. Er wurde 28 Jahre alt. Philomena Zankl wurde am 27. Oktober 1912 in Regensburg geboren. Ihre Eltern Kaspar und Philomena Zankl hatten 6 Kinder, von denen ein Mädchen 2 Monate nach der Geburt verstarb. Sie waren 1910 von Steinweg nach Regensburg in die Wollwirker Gasse 11 umgezogen, das damals ein Bauernhof war. Die Berufsbezeichnung des Vaters laut Meldekarte Ökonom. Die kleine Philomena wurde katholisch getauft. Im jungen Alter von 2 Jahren verlor sie ihre Mutter. Ihr Vater heiratete ein zweites Mal.
Anna Kagerer wurde ihre Stiefmutter und 6 weitere Kinder folgten in den kommenden Jahren. Philomena wurde angewiesen, ihrer Stiefmutter im Haushalt zur Hand zu gehen und sich um die jüngeren Geschwister zu kümmern. Im Alter von 16 Jahren wurde Philomena als Fürsorgezögling das erste Mal in die Heil- und Pflegeanstalt Karthaus Prüll aufgenommen. Von hier wurde sie im August 1931 nach mehr als 20 Monaten in eine psychiatrische Einrichtung in München verlegt. Der zweite Aufenthalt in Karthaus Prüll fand vom 16. Januar 1935 bis zum 21. März 1935 statt. Sie wurde dann gebessert, nach Lauterhofen verlegt, das keine Heil- und Pflegeanstalt, kein Krankenhaus, sondern eine karitative Pflegeanstalt war. Heute würde man wohl sagen, Heim für chronisch psychisch Kranke und Behinderte. Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in Lauterhofen kehrte sie im Oktober 1936 nach Regensburg zurück. Bis zu ihrem gewaltsamen Tod im November 1940 verblieb sie in der Heil- und Pflegeanstalt. Von der T4-Kommission wurde sie für den ersten Sammeltransport am 4. November 1940 nach Hartheim selektiert. Sie wurde 28 Jahre alt. Alexander Jusa wurde am 2. April 1903 in Balz, Rumänien, geboren. Er war das 4. von 6 Kindern. Seine Eltern hatten 1895 in Balz geheiratet, obwohl seine Mutter eine gebürtige Regensburgerin war. Sie wurde als Maria Schmidt geboren und heiratete im Alter von 20 Jahren den älteren Schneider namens Alexander Jusa. Im August 1910 verließ Familie Jusa Rumänien und siedelte sich in Regensburg in der Schottenstraße 3 an. Nach seiner Schulzeit erlernte der junge Alexander den Beruf des Konditors. Sein älterer Bruder Karl trat in die Fußstapfen des Vaters und wurde ebenfalls Schneider. Der Vater verstarb im Januar 1920. Die Mutter konnte mit ihren 6 Kindern in der Wohnung bleiben. Alexander, der ledig geblieben war, wurde im Jahr 1932 aus medizinischen Gründen in die Heil- und Pflegeanstalt Karthaus Prüll eingewiesen. Im November 1940 musste Alexander Jusa auf Veranlassung der Gutachterkommission in Berlin, Tiergartenstraße 4, die Einrichtung verlassen. Er wurde im Nazi-Jargon nach Hartheim verlegt. Das heißt, in einer Gruppe von 117 Personen wurde er per Bus in die Tötungsanstalt Hartheim bei Linz gebracht, wo er im Alter von 37 Jahren ermordet wurde.